Ja, auch ein kleines Grußwort vom Gnadenhof Brödel und von der GOG Umweltschutz und Lebenshilfe. Es ist uns wirklich ein Vergnügen oder eine Ehre, hier in Melle leben und arbeiten zu dürfen. Hey, Apollon! Es ist wirklich toll, wie viele Menschen mittlerweile hier Blühwiesen zum Beispiel angelegt haben oder Streuobstwiesen oder Feuchtbiotope. Und das Ziel kann und darf es mittlerweile ruhig auch sein, Melle zu einer bundesweiten Leuchtturmposition des Naturschutzes zu bringen. Das können wir schaffen, wir gemeinsam, wir alle. Egal ob das Umweltamt der Stadt Melle oder die Stiftung für Ornithologie und Naturschutz oder verschiedene Schulen zum Beispiel oder hier unser Kompagnon Apollon. Und bleiben wir einfach am Ball und machen wir weiter. Das Besondere hier ist, dass die Tiere eine städtische Fläche beweiden. Die Stadt, die spart dadurch das Geld für die Pflege. Das ist sehr, sehr gut. Und die Tiere freuen sich über frisches Gras und beweiden das alles sehr insektenfreundlich. Fördert also auch gleichzeitig die Artenvielfalt, weil auch viele sogenannte koprophage Insekten, das sind Insekten, die von den tierhinterlassenen Schaffen leben, davon profitieren. Eine absolute Win-Win-Win-Win-Situation.